Liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich baue mir heute eine Säulenleuchte, eine Lampe mit einem LED-Strahler und MDF. MDF lässt sich natürlich sehr gut formen, es ist flexibler als jetzt Multiplex oder sowas, deswegen habe ich mich für MDF entschieden. Also legen wir mit dem Zuschnitt los und dann schauen wir mal, wie es wird. Die Lampe soll jetzt von unten ca. 400 mm gerade verlaufen und von hier aus dann einen leichten Bogen bekommen. Der obere Bereich, das wäre jetzt die Seite, das ist jetzt eigentlich noch ist es egal. Oben soll es auf jeden Fall eine Breite von 200 mm haben und unten ca. 160. Das bedeutet, wir hätten jetzt 200 minus 160, bleiben 40 übrig, geteilt durch 2 sind 20, einmal hier und einmal auf der Seite. Und ab hier soll dann dieser Bogen entstehen. Mit dem Winkel ziehe ich mir jetzt eine Linie. So. Der Abstand, der muss ja gleich sein. Hier ziehe ich mir auch noch eine Linie. Ich hatte hier die Markierung falsch gesetzt. Das hier müssen natürlich auch 20 mm sein, genauso wie unten am Boden. Jetzt nehme ich mir hier ein Reststück, setze es genau an die Markierung an, klemme das fest. Hier so eine flexible Leiste, das ist so ein Kabelkanal, was ich jetzt da hatte. Ihr könnt auch was anderes nehmen, ihr könnt auch eine Holzleiste nehmen oder sonst was. Und jetzt werde ich die Innenkante an diese Markierung setzen. Und somit haben wir jetzt hier einen Bogen, der unten etwas schmaler und nach oben bis an die Kante verläuft. Ich mache mir ja schon mal die Markierung. Ich mache das jetzt noch einmal auf der anderen Seite und dann können wir das Ganze zuschneiden. Ich will ja, dass beide Teile identisch sind, deswegen macht das ja auch Sinn, beides auf einmal zuzuschneiden. Ich habe nämlich gerade eben gemerkt, als ich das zusammenzwingen wollte, dass sich das etwas verschiebt und somit kriegen wir halt eben kein richtiges gutes Ergebnis hin. Nimmt ruhig kleinere Stücke, weil zu große Stücke, die werden euch nachher Probleme machen, das Ganze dann auseinanderzunehmen, weil dieses doppelseitige Klebeband ist am Ende bombenfest und ihr macht nachher euer Material kaputt beim Auseinandernehmen. Einfach nur ganz wenig. Dann nehme ich mir hier zwei restliche dünne Streifen, damit das hier nicht direkt verklebt. Leg mir das hier auf. Dann kann ich nämlich hier erstmal bündig ansetzen. Hin und her bewegen. Und sobald ich sicher bin, dass das passt, drücke ich hier fest, nehme das Stück weg, drücke hier fest und dann den letzten Streifen. Und somit sind wir überall bündig. Perfekt! Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, absichtlich etwas Material übrig gelassen, damit wir das gleich nämlich schön runterschleifen können. Das mache ich hier an meinem
an meinem Bandschleifer. Falls wir jetzt noch irgendwelche Unebenheiten sehen sollten, können wir diese noch mit der Hand nacharbeiten. Das Ziel ist einfach, nur eine schöne, saubere, glatte Oberfläche zu bekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Teile jetzt auseinander bekommen, ohne dass sie kaputt gehen. Da muss man echt vorsichtig sein, gerade bei so einem dünnen Material. Möglichst sauber an der Kante ansetzen und dann fest verleimen. Damit diese Säule aber nicht komplett rundum geschlossen ist, werde ich hier drei Fräsungen reinmachen. Drei kleine, schmale Fräsungen. Das Ganze dann mit Plexiglas von innen zukleben, damit das Licht durchscheint. Aber damit das nicht so ein hartes Licht gibt, werde ich dieses Plexiglas anschleifen, anrauen, damit das milchig wird und das Licht etwas weicher ist. Und so sieht das Ergebnis jetzt aus. Beim Zuschnitt solcher Materialien kann es passieren, dass die zerspringen, euch dann Einzelteile irgendwie ins Auge fliegen, ins Gesicht fliegen. Deswegen immer eine Schutzbrille tragen und sich von der Schusslinie entfernen. Damit kann man wenigstens die Verletzung, wenn was kommen sollte, ja, etwas reduzieren. Das war jetzt ein sauberer Schnitt. Hat ganz gut geklappt. Davon mache ich jetzt noch zwei weitere, beziehungsweise drei Stück, die habe ich ja schon fertig. Hiervon mache ich noch zwei weitere und dann können wir gleich die Fräsung durchführen. Jetzt gehe ich hin und messe hier die Mitte aus von dem Boden. In meinem Fall sind das 80 und einmal oben. Was haben wir hier für eine Fräsung jetzt? Wie lang wäre die? Ja, 16 cm. 140 von einer Fräsung zur anderen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Abstand von 140 gelassen. Also 100, dann haben wir 160 die Fräsung, 140 Abstand und 160 wieder die Fräsung. Wir werden natürlich nichts anderes machen als das, was wir vorhin auch schon gemacht haben. Wir werden die Teile wieder übereinander legen und jetzt ist natürlich das Problem, ich kann die jetzt nicht so übereinander legen und fräsen. Wenn ich es umdrehe, dann habe ich das Maß, die Markierung auf der anderen Seite. Naja,
Ich glaube, ich werde das nochmal hier machen, die Markierungen, und dann hier einmal durchfräsen. Damit ich nachher den Fräser vernünftig führen kann, habe ich mir jetzt eine dünne Leiste genommen, mit doppelseitigem Klebeband beklebt und werde das jetzt hier an die Linie dran kleben, damit ich hier wirklich einen geraden Schnitt habe, beziehungsweise eine gerade Fräsung habe. Mit dem Kantenfräser könnte man jetzt auch in das Material eintauchen, allerdings ist es mir dann doch lieber, wenn ich hier erstmal vorher mit einem Forstnerbohrer einen 20 mm eine Bohrung reinmache und dann dort reingehe. Knapp. Yes! Ja! Perfekt! Genau so habe ich es mir vorgestellt. Einfach zerstören, kaputt machen. Die Verbinder, Abstandhalter, die werde ich mir jetzt hier dran leimen. Sorry, ich habe vergessen, die Kamera einzuschalten. Jetzt habe ich da Leim aufgetragen. Muss jetzt natürlich ein bisschen schnell gehen. Passt, passt. Jetzt, wo es fest ist, können wir weitermachen. Und zwar kommt nämlich jetzt die Seitenwand dran oder die Seitenwände. MDF, was jetzt natürlich perfekt sich an diese Form anpasst, ohne großartig viel Gewalt oder Druck drauf zu geben. Ich habe da jetzt extra mal ein bisschen Überstand gelassen, werde nachher mit dem Bündigfräser entlangfahren. Und dann haben wir nämlich eine perfekte Kante. Zum Pflasterschein.
Fündigfräser, sehr nice. Hier brauchen wir jetzt nur noch an den Kanten schön runterzuschleifen, dass wir hier keine Leimreste zu sehen haben. Die Kanten leicht anfasen mit dem Schleifpapier und dann, denke ich mal, können wir das Lackieren beginnen. So, das ist der Fuß oder die Grundplatte. Ein Stück Multiplex sorgt dafür, dass der Turm nachher draufgesteckt werden kann und eventuell, das ist noch nicht sicher, dass ich das dann von hinten verschraube. Na, nehmen wir mal 1,5, 1,7, das heißt 1,6. Messen hier nochmal ab, hier hätten wir 6 cm.
Also, es sieht echt schlimm aus. Das muss ich euch zeigen. Das muss ich euch zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Hier ist zum Beispiel so eine Spur. Gut, da ist jetzt auch ein bisschen Dreck drauf, Staub drauf, aber das hier zum Beispiel, das ist kein Dreck, das ist einfach so ein Farbschimmer. Das sieht auf gar keinen Fall schön aus. Schaut mal her. Also so hätte ich das auf jeden Fall nicht lassen können. Ich habe mir jetzt hier Stahlwolle genommen und gehe über die Oberfläche. Das habe ich auf der anderen Seite gemacht, das hat mir echt gut gefallen. So kriege ich erstens eine schöne Oberfläche mit so einer gebürsteten Optik und bekomme die ganzen Läufer und Nasen und die ganzen, ja, kleinen Pickelchen weg. Mit der Stahlwolle habe ich der ganzen Oberfläche eine Struktur gegeben, so eine geschliffene oder beziehungsweise so eine gebürstete Struktur. Mit dem Vlies nochmal geglättet. Die ganzen Kanten, wo etwas dickere Farbe drauf war, habe ich somit auch runtergeschliffen. Und alles ist wirklich super schön, gleichmäßig und glatt. Ich nehme das Ganze jetzt mit ins Wohnzimmer, werde es dann mal dort aufstellen, um zu gucken, wie es aussieht, ob das überhaupt dahin passt. Wundert euch nicht, wenn wir jetzt gleich reingehen und ihr seht die Sockelleisten nicht. Ich habe nämlich vor kurzem hier bei mir zu Hause eine dicke Baustelle gehabt. Die Fliesen wurden neu verlegt und es ist alles noch nicht so fertig. Deswegen, aber es geht ja hier um die Lampe und ob das überhaupt ins Wohnzimmer passt. Ab ins Wohnzimmer. So, als allererstes nehmen wir unseren Strahler. Einfach den Strahler hier drauflegen. Kabel an diese Kabelführung einmal rein, perfekt. Die Lampe hat ihren Platz gefunden, meiner Frau hat es super gefallen. Das Einzige, was ich hier noch dran machen möchte, ist oben noch so eine Plexiglasplatte draufzusetzen, weil man das Innenleben von dem Kasten sieht und ist halt nicht so schön innen drin. Aber wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit. Wichtig war mir, dass es mit dem Lack, mit der Oberfläche klappt, hat super funktioniert und dass ich die hier im Wohnzimmer aufstellen darf. Passt auch zur Einrichtung, deshalb würde ich sagen, ein Projekt, was wieder gelungen ist. Ich darf Danke sagen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal, ab in die Kommentare, schreibt mir eure Meinung. Und falls ihr, wie gesagt, noch nicht die Glocke eingeschaltet habt, die Glocke einschalten, dann wisst ihr fürs nächste Mal Bescheid, sobald ich wieder ein Video hochlade. Also bis dann, macht's gut, tschüss.